Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer heutigen Buchvorstellung mit Norbert Bolz, Der alte weiße Mann, Sündenbock der Nation. Im Jahre 1992 prägte der US-amerikanische Altphilologe Bernard Knox den Begriff Dead White European Male. In Deutschland hat sich dafür der Begriff alte weiße Männer eingebürgert. Er bezeichnet in bewusst polemischer Weise Philosophen, Schriftsteller und andere historische Größen, die die europäische Geistesgeschichte und damit die Lehrpläne der Schulen und Universitäten geprägt haben. Wer ihn benutzt, verbindet damit die Forderung, Erkenntnisse und Errungenschaften von Frauen, Schwarzen und ethnischen Minderheiten aus aller Welt ebenbürtig zu berücksichtigen. Zumindest vor der Hand. Unser heutiger Referent stellt die These auf, dass es in Wahrheit um etwas ganz anderes geht, nämlich um die Infragestellung der Grundlagen der westlichen Welt. Alt steht nach Norbert Bolz hierbei für Tradition und Erfahrung, weiß für die europäische Rationalität und technische Naturbeherrschung und männlich für Mut, Risiko und Selbstbehauptung. Norbert Bolz studierte Philosophie, Germanistik, Anglistik und Religionswissenschaft an den Universitäten in Mannheim, Heidelberg und Berlin. Er war lange Jahre lang Assistent bei dem Religionsphilosophen Jakob Taubes und wurde 1987 mit einer Arbeit zum philosophischen Extremismus zwischen den beiden Weltkriegen habilitiert. Von 1992 bis 2002 lehrte er Kommunikationstheorie in Essen. Von 2002 bis zu seiner Emeritierung 2018 war er Professor für Medienwissenschaft an der Technischen Universität Berlin. Im Herbst 2020 gehörte Norbert Bolz zu den Erstunterzeichnern des Appells für freie Debattenräume. Er ist Autor zahlreicher Bücher, unter anderem Zurück zu Luther von 2016, Keine Macht der Moral von 2021 und eben zuletzt das Buch, dem wir uns heute widmen wollen, Der alte weiße Mann. Lieber Bolz, es ist nunmehr das zweite Mal, dass Sie bei uns sind, nach Ihrer Buchvorstellung zu Luther im Jahr 2017 war das. Ich freue mich, Sie heute abermals hier bei uns begrüßen zu dürfen und heiße Sie herzlich willkommen. Vielen Dank. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich zunächst einmal wirklich herzlich danken für die Einladung und die sehr freundlichen Worte. Ich möchte es so machen, dass Sie ja sicher Lust haben zu diskutieren. Ich weiß, dass hier immer nur sehr intelligente und auch diskussionsfreudige Gäste da sind, dass wir vielleicht halbe-halbe machen. Ich trage Ihnen vielleicht eine Dreiviertelstunde vor und wir diskutieren dann entsprechend lang. Wäre das in Ihrem Sinne? Also ich bin nämlich sicher, Sie haben dann Lust zu diskutieren. Was ich machen will, ist Ihnen zunächst einmal sagen, wie ich überhaupt zu diesem Buch gekommen bin und zu dieser Fragestellung gekommen bin. Und ich werde Ihnen dann einführende Überlegungen vorlesen, also gleich das, die Vorbemerkungen vorlesen und will dann zu den dann noch folgenden vier Kapiteln jeweils einen kleinen Abschnitt Ihnen präsentieren, damit Sie einen Grundeindruck bekommen können von dem, worum es hier geht und wie das Ganze abgehandelt wird. Aber lassen Sie mich zunächst einmal sagen, wie ich überhaupt zu dem Buch gekommen bin. Mir ist es genauso wie Ihnen auch gegangen, dass ich in den letzten Jahren eben bemerkt habe, dass dieser Kampfbegriff immer häufiger benutzt wird, der alte weiße Mann. Und zunächst einmal fühlte ich mich davon getroffen, weil das ja auf mich zutrifft, alt, weiß und Mann zu sein. Und weil das ja nun eindeutig in einem denunziatorischen Zusammenhang immer gebraucht wird, nicht? Und in keinem anderen. Aber bei näherem Nachdenken ist mir dann aufgefallen, dass diese Formulierung eigentlich sehr, sehr gut ist und sehr treffend ist. Man muss sie allerdings entziffern. Also man muss diese Attribute entziffern, um zu verstehen, worum es geht. Und entsprechend ist dann auch mein Buch aufgebaut. Ich gebe zunächst eine Art Lagebericht
Und das machen allerdings viele andere Autoren auch. Ich bilde mir natürlich ein, es besser zu machen als die anderen, aber das gibt es auch noch in anderen Texten, nicht? Also in anderen Büchern. Es gibt übrigens mittlerweile zahlreiche Bücher zu dem Thema Political Correctness, Wokeness, Cancel Culture und, und. Ja, also da gibt es eigentlich gar keinen Mangel. Trotzdem prägt das ja unsere Zeit, unsere Kultur, und deshalb gebe ich einen Lagebericht zu diesen Themen zunächst einmal. Aber dann kommt eigentlich das, worum es mir geht, nämlich die Entzifferung des Titels, also dieser Kampfformel, der alte weiße Mann. Und das sind dann die drei folgenden Kapitel. Also das Buch hat insgesamt nur vier. Und entsprechend lautet dann das nächste Kapitel alt, das übernächste weiß und das letzte dann aber nicht Mann. Denn eins darf man, glaube ich, hier nicht missverstehen. Es geht nicht gegen Männer. Das wird Sie vielleicht zunächst überraschen, sondern es geht gegen Männlichkeit. Und das ermöglicht übrigens unglaublich vielen Männern, diese Kampfformel auch zu benutzen. Ja, weil sie sehr wohl wissen, es geht um Männlichkeit, die da bekämpft werden soll, und nicht um Männer. Deshalb heißt eben das letzte Kapitel auch männlich. Ja, also der Anspruch, den das Buch hat, und worin es sich meines Erachtens unterscheidet von allen anderen Büchern, die zu dem entsprechenden Thema, also zur Lage der Zeit, zur geistigen Situation der Zeit oder wie immer man es nennen will, oder zum kulturellen Bürgerkrieg schon geschrieben worden sind. Der Anspruch, den ich damit verbinde, ist, dass die Diskussion hier ein bisschen tiefer gelegt wird. Also dass in der Tat freigelegt wird, worum es eigentlich geht, wenn von alt, von weiß und von männlich die Rede ist. Also ich will Ihnen das kurz skizzieren mit einem kleinen Ausschnitt aus dem Lagerbericht, dann einleitenden Überlegungen zu den darauf folgenden drei Kapiteln. Ich mache dann noch ein kurzes Fazit und dann könnten wir darüber, wenn Sie Lust haben, diskutieren. Vielleicht nur noch eine Vorbemerkung zu der Möglichkeit, dieses Buch überhaupt vorzulesen. Es gab übrigens jetzt gerade eine Anfrage des Verlags, ob ich Lust hätte, das ganze Buch auch vorzulesen. Also wie heißt das, ein Hörbuch draus zu machen. Das wird sicher geschehen, aber ich weiß nur noch nicht, ob ich selber vorlese. Aber die Frage ist, ich kann es mir gut vorstellen, dass man, wenn man im Auto fährt und im Stau steht, sich das dann vielleicht anhört. Aber man muss doch ganz realistischerweise sagen, dass sich für Lesungen eigentlich nur zum einen Romane oder Erzählungen eignen, die kann man wirklich gut vorlesen, zum anderen auch journalistisches Genre, auch das kann man gut lesen, und damit sind wir eigentlich auch bei den Sachbüchern. Ja? Also Sachbücher kann man auch sehr gut verlesen. Das ist bei wissenschaftlichen Büchern ausgeschlossen. Wissenschaftliche Bücher kann man nicht vorlesen, das ist absurd. Ja? Hat auch sicher noch nie irgendjemand außer Habermas vielleicht versucht. Aber da ich einerseits Wissenschaftler bin oder war, andererseits aber zum ersten Mal in meinem Leben irgendwas schreiben wollte für ganz normale Menschen, habe ich versucht, eine Zwischenlage zu finden. Also einerseits soll es schon eine gewisse wissenschaftliche Gründlichkeit haben, andererseits möchte ich doch, dass auch ganz normale Leute ohne irgendwelche wissenschaftlichen Vorkenntnisse mit dem Buch etwas anfangen können. Da können Sie jetzt ja testen, ob das gelungen ist, also ob man dem überhaupt folgen kann. Aber genug der Vorrede, lassen Sie mich beginnen. Für alle Übel und das Böse in unserer Welt haben die Kulturrevolutionäre der politischen Korrektheit einen Sündenbock gefunden, eben den alten weißen Mann. Er steht für Kolonialismus, Rassismus und Sexismus. Er soll schuld sein an der Armut der Dritten Welt, an der Zerstörung der Natur und am menschengemachten Klimawandel. Wenn man den Sündenbock in die Wüste schicken könnte, gäbe es keine Diskriminierung mehr. Die Welt wäre endlich friedlich, tolerant, divers, bunt und die Menschen stünden im Einklang mit der Natur. Das ist der Kern einer Erzählung, die heute von den meisten Medien und Bildungsanstalten verbreitet wird. Wir müssen deshalb zunächst einmal darstellen, wie diese Erzählung vom alten weißen Mann unsere Gegenwartskultur prägt.
Wir schauen im Folgenden nur auf die westliche Welt und geben einen Lagebericht. Der Begriff der Lage ist hier durchaus im militärischen Sinn gebraucht. Wir halten nämlich die Erwartung Nietzsches für richtig, dass die künftigen Kriege im Namen philosophischer Grundlehren geführt werden. Und heute stehen wir in einem kulturellen Bürgerkrieg. Dabei ist der Bericht über die Feindeslage oft noch wichtiger als der Bericht über die eigene, nämlich die liberale. Die These vom kulturellen Bürgerkrieg mag zunächst übertrieben klingen. Aber er ist nicht nur in den USA, sondern auch im pazifistischen Deutschland längst Realität. Wenn eine Gesellschaft nämlich glaubt, keine äußeren Feinde mehr zu haben, wird die Unterscheidung von Freund und Feind umso unbarmherziger auf die inneren Konflikte projiziert. Man kann in diesem Bürgerkrieg eine geistig überlegene Position nur erreichen, wenn man ein Interesse an den Ideen der Gegner entwickelt. Der alte weiße Mann sollte sich also für die gedanklichen Voraussetzungen seiner Ankläger interessieren. Und deshalb nehmen wir hier drei Tiefbohrungen vor, um besser zu verstehen, wogegen sich die Hetzjagd auf den Sündenbock eigentlich richtet. Dabei orientieren wir uns an den drei bekämpften Attributen, alt, weiß, männlich. Und wir werden sehen, Sie hatten das bereits zitiert, dass alt für Tradition und Erfahrung, weiß für europäische Rationalität und technische Naturbeherrschung und männlich für Mut, Risiko und Selbstbehauptung steht. All dem haben die Kulturrevolutionäre den Krieg erklärt. Der Sexismus ist männlich, der Rassismus ist weiß und alt steht für den Kolonialismus, also für die Geschichte des Bösen. Kurzum, der Teufel ist ein alter, weißer Mann. Zu unserem Thema kultureller Bürgerkrieg, ich hatte es schon erwähnt, gibt es mittlerweile schon zahlreiche Bücher. Aber meistens beschränken sie sich auf Symptombeschreibungen und Beispiele. Wir wollen etwas tiefer ansetzen und zunächst einmal die wichtigsten Begriffe klären. Sie sind zwar in aller Munde, bleiben aber in den öffentlichen Kontroversen merkwürdig verschwommen. Was ist mit politischer Korrektheit, mit Wokeness und Cancel Culture eigentlich gemeint? Dass hier so viel Unklarheit herrscht, hängt auch damit zusammen, dass es zu Diskussionen zwischen den verfeindeten Parteien kaum mehr kommt. Gefühle haben die Argumente verdrängt und deshalb dominieren Hass und Wut. Das führt gerade auch an Universitäten zu einer Zerstörung der Vernunft und gerade auch bei Intellektuellen zu einer wachsenden Weltfremdheit. Wir werden sehen, wie diese unheilvollen Prozesse mit dem neuen Selbstverständnis vieler Journalisten und Wissenschaftler als Aktivisten zusammenhängen. Und ihre Bereitschaft, einer bestimmten Politik gefällig zu sein und Haltung zu zeigen. Dem entspricht eine Politik, die nicht mehr zwischen progressiv und konservativ, sondern zwischen gut und böse unterscheidet. Diese Polarisierung drückt sich einerseits in der Jagd auf den Sündenbock, andererseits in der Heuchelei von Bußritualen aus. Diesem politischen Infantilismus entspricht ein autoritärer Paternalismus. Vater Staat will uns von der Wiege bis zur Bahre an der Hand nehmen. Dass durch solche Entwicklungen die Demokratie in Gefahr gerät, ist keine rein akademische Sorge. Wir werden in diesem Kapitel zeigen, dass sich längst eine Tyrannei gut organisierter Minderheiten etabliert hat, die auf das Wohlwollen der politisch-medialen Elite rechnen können. Das ist eine Linke, die nicht mehr an Marx, sondern an Rousseau orientiert ist. Das 21. Jahrhundert hat als Zeitalter der emotionalen Inkontinenz begonnen. Die Wahrheit muss verletzten Gefühlen weichen. Die Welt dreht sich um winzige Minderheiten. Die Veganer bilden in unserer Gesellschaft eine Minderheit. Die überempfindlichen Schneeflocken an den Universitäten sind eine sehr kleine Minderheit. Und diejenigen, die tatsächlich meinen, dass man unendlich viele Geschlechter anerkennen muss, weil sie sich weder als Mann noch als Frau fühlen,
bilden eine verschwindend kleine Minderheit. Aber ihre Stärke liegt darin, dass sie lautstark, aggressiv und intolerant sind, während die Mehrheit ihre Ansprüche toleriert oder schweigt. So hat Helge Braun, der ehemalige Chef des Bundeskanzleramts, während seiner Bewerbung um den Parteivorsitz der CDU ein Interview gegeben, in dem er sich nicht nur frauenquotenfreundlich und islamophil zeigte, sondern auch auf die Frage antwortete, wie viele Geschlechter es denn gebe. Antwort, ich zitiere Braun, neben den klassischen auch das Diverse. Und da diese eben vielfältig sei, seien die Geschlechter unzählbar. Das ist die Antwort, die man aus den LGBTQ-Seminaren von den Grünen und von Teilen der SPD kennt. Falls Sie gelesen haben, wie die neuen Regierungsverhandlungen in Berlin ausgegangen sind, sehen Sie ja, dass genau diese Punkte unverändert da auch dominieren. Und das heißt eben, das ist die woke Antwort. Das führt dazu, dass unsere Gesellschaft zugleich permissiv und rigoristisch ist. So können sich die LGBTQ-Bewegung, die Antifa, der Klimaaktivismus und Multikulti frei entfalten, während eine intolerante Minderheit im Namen der politischen Korrektheit als Sprachpolizei darüber streng wacht, dass an ihrer Herrschaft keine Kritik geübt wird. So wird das Pathologische normalisiert und das Normale als pathologisch stigmatisiert. Zur Normalisierung des Abnormalen gehört auch die Inflationierung der behandlungsbedürftigen Persönlichkeitsstörungen, wie zum Beispiel die posttraumatische Störung oder das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Der Einzelne ist nicht nur getrieben von Neugier und unersättlichem Begehren, lustvoll geschüttelt von Skandalen, sondern auch gequält vom Unbehagen in der Kultur, ständig verletzt in seiner hochgezüchteten Empfindsamkeit, aggressiv in der Umformung von persönlichen Problemen in Ansprüche an die Gesellschaft. Und dieser Dauererregung hat eine nervöse Gesellschaft hervorgebracht, die sich nicht mehr im Medium der allen Menschen gemeinsamen Vernunft über sich selbst verständigt, sondern sich einer Daueremotionalisierung durch die Massenmedien aussetzt. Unsere Welt dröhnt von Alarmsignalen, Hilferufen und Wutschreien. Da ist der Terror des islamistischen Fundamentalismus, den einige Zeitgeistexperten als die Rache Gottes an der atheistischen Wohlstandsgesellschaft deuten. Da ist die Klimakrise, die vom grünen Gaia-Kult als Rache der Natur am Kapitalismus interpretiert wird. Da ist die Massenmigration, bei der sich Asylsuchende und Wirtschaftsflüchtlinge nicht mehr unterscheiden lassen und die jetzt auch als politische Waffe genutzt wird. Da ist, oder darf ich jetzt sagen, war die Corona-Pandemie, die uns Tag für Tag deutlich gemacht hat, dass unser Nichtwissen unendlich viel größer ist als unser Wissen. Und da ist der Ukraine-Krieg, der unsere tätige Solidarität mit den Angegriffenen fordert und uns zugleich in Schockstarre aus Angst vor einem Atomkrieg versetzt. Gleichzeitig tobt der Wahnsinn von innen. Unsere Gesellschaft ist toleranter, Frauen und Minderheiten freundlicher denn je. Aber fanatische Aktivisten werfen ihr Sexismus und Rassismus vor. Das ist das von dem Philosophen Odo Marquardt so schön beschriebene Phänomen Prinzessin auf der Erbse-Syndrom. Der antifaschistische Regenzauber beschwört Diskriminierungen und Phobien, weil wir in der tolerantesten und sozialsten Gesellschaft unserer Geschichte leben und umso mehr leiden, je weniger wir zu leiden haben. Das ist eine Art Leiterhaltungssatz. Wer unter immer weniger zu leiden hat, leidet unter immer weniger immer mehr. Ich mache einen kleinen Sprung. Nichts hat den Geist der Bundesrepublik Deutschland so nachhaltig geprägt wie die Generationenherrschaft der 68er. Ihre revolutionären Ideen sind zwar zerplatzt wie Seifenblasen, aber sie haben den Rat des italienischen Kommunisten Antonio Gramsci befolgt und den Marsch durch die Institutionen angetreten, um von dort aus höchst erfolgreich
den Kampf um die kulturelle Hegemonie aufzunehmen. Seither gilt, die Linke steht für Realitätsverlust und Kommunikationsmacht zugleich. Ihre Lufthoheit über die Diskurse hat aber nicht nur in den Medien und Universitäten ein geistiges Paralleluniversum geschaffen, sondern auch die Rhetorik der Politik so tiefgreifend verändert, dass sich eine nicht-linke Politik kaum mehr artikulieren kann. Alle deutschen Politiker sprechen die gleiche, weichgespülte, rot-grüne Sprache. Ich habe jetzt mal die Schwefelpartei da außen vorgelassen, aber ich denke, für alle anderen gilt das ohne Zweifel. Wer heute von Parallelgesellschaften spricht, meint damit zumeist die schlecht integrierten Einwanderer in den Ghettos unserer großen Städte. Aber es gibt auch Parallelgesellschaften, die sich bestens integriert und pudelwohl fühlen, obwohl sie längst jeden Kontakt mit der Wirklichkeit verloren haben. Sie leben in den geistigen Ghettos der Parlamente, Redaktionen und Universitäten und diktieren uns von dort aus, wie wir die Welt zu sehen haben. Früher hat man vom Raumschiff Bonn gesprochen, doch das hatte immerhin noch Funkkontakt mit der Wirklichkeit. In der Berliner Republik gewinnt man dagegen den Eindruck, dass sich die Spitzenpolitiker derart an der eigenen Weichspülrhetorik berauscht haben, dass Nachrichten aus der Wirklichkeit nur noch als Störgeräusche empfunden werden. Nun wäre es ja eigentlich die Aufgabe der Journalisten, die Wortpolitik dieser Einheitspartei der Gutmenschen mit der Realität zu konfrontieren. Warum geschieht das nicht? Eigentlich sollten Journalisten ja nicht belehren, sondern berichten. Doch wie der Fall Sarrazin erstmals deutlich gezeigt hat, dominieren in der veröffentlichten Meinung nicht die kritischen Geister, sondern die von Martin Walser zu Recht sogenannten Meinungssoldaten. Aber es gibt Zeichen der Hoffnung. Anzeichen für eine Götterdämmerung der 68er. Im Fall Sarrazin sind die politische Elite und die mit ihr verbündete Medienlinke daran gescheitert, den gesunden Menschenverstand der sogenannten Menschen da draußen zum Schweigen zu bringen. Und so ist die Hoffnung nicht unbegründet, dass in Zukunft immer mehr Parteimitglieder dem Meinungsdiktat ihrer Parteivorsitzenden widersprechen werden. Dass immer mehr Journalisten die Courage zeigen werden, gegen die Schweigespirale der eigenen Redaktion zu kämpfen und dass sich immer mehr Professoren der von Kant definierten Doppelaufgabe stellen, zwar als loyale Beamte auch den größten Unsinn aus Brüssel und Berlin zu exekutieren, aber als Gelehrte die unbequeme Wahrheit zu sagen. Ja, das nur damit Sie nicht denken, ich sei völlig pessimistisch. Das war extrem optimistisch. Ich hoffe, Sie haben das gemerkt. Ja, ich mache jetzt einen Sprung in das erste dieser drei Tiefbohrungskapitel. Ach nee, soll ich noch etwas über Vogue sagen? Vielleicht doch, ja. Also das ist ein Abschnitt, der heißt Vogue, die Tyrannei der Wehleidigen. Der Marxismus hatte eine stark millenaristische Komponente, also die religiöse Verheißung eines erlösenden Endzustands der Geschichte. Überlebt hat aber nicht der Marxismus, sondern dieser Millenarismus. Nach der Entmythologisierung des Marxismus, die spätestens mit den Moskauer Prozessen begann und bis zum Zusammenbruch der Sowjetunion reichte, sucht das religiöse Bedürfnis der Linken eine neue Heimat. Dabei kam es zu einem Farbwechsel des Radikalismus von Rot zu Grün. Ökodiktatur statt Diktatur des Proletariats. Vom klassischen Sozialismus ist heute nur noch der Konservativismus des Wohlfahrtsstaats übrig geblieben. Man könnte also sagen, die alte Linke verteidigt den Wohlfahrtsstaat, die neue woke Linke sucht das neue Proletariat. Erst also die Arbeiterklasse, dann die Armen, dann die Minderheiten. Das geschieht in höchst selektivem Kontakt mit der Realität, denn die Linken sind in den Elfenbeinturm der Universität geflüchtet. Wokeness ist die Nostalgie nach den Ungerechtigkeiten der Vergangenheit. Man zehrt vom Gefühl der Ungerechtigkeit und lebt von der Frustration. Weil sie keine neuen politischen Ideen mehr haben, klammern sich die Linken an ihre Feinde.
Und das sind die erfundenen Dämonen des Kampfs gegen Rechts, denen ihr nachträglicher Antifaschismus gilt. Nur das Feindbild ist noch intakt. Ihr Hass richtet sich gegen die eigene Gesellschaft, die Europäer, die Weißen, den Kapitalismus, gegen die Geschlechterdifferenz, gegen die Exzellenz und gegen die großen Werke der Kultur. Seit es kein Proletariat mehr gibt, sind die Linken auf der Suche nach den Erniedrigten und Beleidigten. Die woke Jugend hat sie nun gefunden, nämlich sich selbst. Dazu muss man nur lernen, ein Opfer zu sein. Der Opferstatus verleiht in unserer Gesellschaft nämlich die Vorteile einer positiven Diskriminierung. Die Opferrolle ist die autotherapeutische Haltung der Frustrierten. Und es ist natürlich viel bequemer zu jammern, als sich selbst zu behaupten. Ich fühle mich diskriminiert, ich bin verletzt, ich klage an, ich fordere Wiedergutmachung oder doch wenigstens Aufmerksamkeit. Hypochondrie und Hypersensibilität dienen hier der persönlichen Identitätsstiftung. Ich bin ein Opfer, also bin ich. Dazu passt auch die Identifikation mit den Verlierern, mit den Erniedrigten und Beleidigten dieser Welt. Zeig deine Wunden vor, wenn du Aufmerksamkeit willst. Denn die Hölle ist, nicht beachtet zu werden. Und da die Weißen nach der Logik politischer Korrektheit gar keine Opfer sein können, müsste der Schlachtruf der weißen Woken eigentlich lauten: Nieder mit uns. Wie lässt sich das erklären? Die Komplexität und die Veränderungsgeschwindigkeit der modernen Gesellschaft erzeugen Ungewissheit und Unsicherheit. Und darauf reagieren unreife junge Menschen mit einer emotionalen Hypersensibilität. Man könnte auch sagen, sie lernen es, sich hilflos zu fühlen. Sie erliegen der Versuchung zur Hilflosigkeit. Vor allem Studenten geraten so rasch in eine Rückkopplungsschleife von Überempfindlichkeit und Gefühlsschutz. Zum Beispiel die sogenannten Trigger Warnings, die vor seelengefährdender Literatur warnen. Oder Safe Spaces, die ihre Schutzfunktion durch Mauern der Ignoranz erfüllen. Und die Betreuer nehmen sich dieser empfindsamen Seelen gerne an. So warnte die Universität Royal Holloway in London vor Charles Dickens' Oliver Twist, weil das Buch Angst und Schmerzen erzeugen könnte. Die Universität Northampton hat George Orwells negative Utopie 1984 als beleidigend und verstörend eingestuft. Minnie Maus trägt jetzt einen blauen Hosenanzug statt des roten Kleids. Das Wort übergewichtig gilt jetzt als diskriminierend. Man soll mehrgewichtig sagen. Übergewichtige und Hässliche kämpfen gegen die Normschönheit des weißen Patriarchats. Statt jemand soll man je Mensch sagen. Und auch eine Krankenschwesterin hat uns die ARD schon zugemutet. Die hannoversche Abteilung von Fridays for Future hat eine blonde weiße Sängerin ausgeladen, weil sie Dreadlocks hat. Das sei kulturelle Aneignung. Disney will das Märchen Schneewittchen und die sieben Zwerge neu verfilmen, und zwar nicht mit einer Weißen, sondern einer Latina als Schneewittchen und ohne die sieben Zwerge. denn mit der Darstellung der Zwerge würde man Kleinwüchsige verspotten. Karl May gilt jetzt als rassistisch und deshalb werden wohl auch in Zukunft keine Winnetou-Filme mehr zu sehen sein. Es gibt zwei Fälle, die besonders deutlich machen, welcher politische Wille dahinter steckt. Sie haben das ja mit der Mutter, glaube ich, mitgekriegt, ja? Jetzt alle Redakteure von ARD und ZDF werden jetzt aufgerufen, das werden Sie in den nächsten Tagen noch hören, Stellung zu nehmen. Das hätte man erstens doch sofort zurückgenommen. Es sei nur eine Online-Zeile gewesen und das sei doch alles völlig übertroffen. Da würde man jetzt eine Kampagne draus machen und. Dabei war das nur einer von Tausenden von Versuchsballons, mit denen getestet wird, wie weit man es treiben kann. Also es ist so lächerlich. Also gerade diese Rückzugsstrategie ist wirklich peinlich. Wenn Sie wenigstens offen sagen wollen, wir wollen euch das Hirn waschen, da hätte man noch Respekt, ja, aber das ist wirklich jämmerlich. Also es gibt zwei Fälle, die besonders deutlich machen, welcher politische Wille dahinter steckt. Der Duden veröffentlicht das Buch Gender leicht, um uns zu zeigen, wie man elegant gendert.
Nun lehnt die überwältigende Mehrheit der Deutschen das Gendern ab und die Ablehnung wächst von Monat zu Monat. Aber daraus ziehen die politisch Korrekten nur die Konsequenz, dass es noch radikaler von oben durchgedrückt werden muss. Die Antwort darauf gibt es bereits von Frau Kelle, Gender-Gaga. Früher war der Duden eine unanzweifelbare Autorität, heute ist er nur noch eine Lachnummer. Noch interessanter ist der zweite Fall. Der Hard- und Software-Gigant Apple hat sein Angebot an Emojis erweitert, und zwar durch den schwangeren Mann. Die ersten Reaktionen darauf waren wie ihre eher humoristischer Art. Aber bei einigem Nachdenken bleibt einem doch das Lachen im Halse stecken. Denn worum geht es hier? Der schwangere Mann ist ein Spitzenprodukt der woken Kulturrevolution, die im Geschlecht des Menschen nichts anderes als eine soziale Konstruktion sieht. Es handelt sich um einen Kampf gegen die Biologie, um den Versuch einer Sabotage des Schicksals, als Mann oder Frau geboren zu sein. Das geht noch ein bisschen weiter, das Kapitel, sogar sehr viel weiter. Aber ich mache dann doch einen Sprung in den Abschnitt Alt. Der alte weiße Mann wird kritisiert, weil er alt ist. Und alt steht für Tradition, Erfahrung, Reife, Konservativismus, Bürgerlichkeit und Normalität. Sehen wir näher hin. Hinter der Kritik des Alten, weil es alt ist, und dem entsprechenden Kult der Jugend steckt der Widerwille, erwachsen zu werden. Wir werden in diesem Kapitel sehen, wie vor allem die überlangen Ausbildungszeiten in den Treibhäusern der Weltfremdheit, nämlich Schule, Gymnasium und Universität, dazu beitragen, dass unsere Gesellschaft immer infantiler wird. Puerilismus hat Johann Heusinger das genannt. Dem entspricht der Menschheitskult einer Fernethik, die auf alle Notlagen der Welt mit Gesten des Helfens und Rettens reagieren möchte und damit die moralische Kraft jedes Menschen überfordert. Dem Puerilismus entspricht aber auch der Verlust des historischen Gedächtnisses, ein Gegenwartsabsolutismus, der die Maßstäbe des woken Zeitgeistes an die Vergangenheit anlegt und sie verurteilt. Dieses Tribunal über die Alten und das Alte resultiert aber aus einem Missverständnis der Moderne und der Aufklärung. Tatsächlich gab es ja das Nullpunkt-Pathos der Aufklärer, das Selbstbewusstsein völlig neu anzufangen und die Fesseln der Tradition zu sprengen. Das wird von der Wokeness heute so missverstanden, als habe man mit einem Schwamm die ganze Geschichte weggewischt. Dann gibt es keine Normalität und keine Standards mehr. Nur noch Meinungen, die alle gleich viel wert sind. Mit diesem radikalen Relativismus haben wir es heute zu tun. Seine Symptome sind jedem Bürger vertraut. Auf der einen Seite ein allgemeiner Vertrauensverlust, der sich in Katastrophenfantasien bis zur Weltangst steigert. Auf der anderen Seite eine modische Antibürgerlichkeit, ein aggressiver Antitraditionalismus und eine amtlich verordnete Diversity als Konformismus des Andersseins. Alt, das Thema dieses Kapitels, steht demgegenüber für Konservativismus. Doch was ist konservativ? Wie wir gleich deutlich machen werden, geht es den Konservativen nicht um ein Zurück zu, sondern um die Pflege der Tradition, der Moderne und der Freiheit. Und dabei wird deutlich werden, dass es nicht ohne Maßstäbe, Standards und einen Kanon der großen Bücher geht. Da das jetzt hier die Bibliothek des Konservativismus ist, lese ich vielleicht dann doch einen kleinen Abschnitt, was ist konservativ, vor. Wenigstens ein Teil davon. Der natürliche Feind des woken Jugendlichen ist der konservative Erwachsene. Wenn man bei Google das Wort konservativ eingibt, werden als ähnlich angeboten, rückschrittlich, rückständig, althergebracht. Das fasst die Vorurteile derer, die sich selbst für fortschrittlich und der Zukunft zugewandt halten, ganz gut zusammen. Und obwohl man mittlerweile Zweifel hat, ob man die politische Szene noch sinnvoll mit der Unterscheidung von links und rechts beschreiben kann, zumal die Linke seit über 100 Jahren ideenkonservativ auftritt, erscheint den meisten die Unterscheidung von progressiv und konservativ nach wie vor als plausibel.
Doch die Welt so zu sehen, erweist sich mittlerweile selbst als rückständig und althergebracht. Man muss die Konservativen auf einem anderen Schauplatz suchen, nämlich auf dem der Bürgerlichkeit und des gesunden Menschenverstands. Eine sehr gute erste Orientierung gibt Joachim Fests Definition eines modernen Konservativismus. Ein Nonkonformismus, der keiner der unausgesetzt wechselnden Tagesparolen folgt, sondern im Widerstand gegen den korrumpierenden Zeitgeist unverdrossen auf die Unterscheidungsmacht der Vernunft baut, der dem Zweifel stärker vertraut als aller vorgeblichen Gewissheit und folglich dem Außenseitertum mehr abgewinnt als den Zusammenrottungen unter irgendeinem morgen schon vergessenen Feldzeichen, der souverän genug ist, sich und die Welt mit jener Prise Ironie zu betrachten, die das Zusammenleben von Menschen erst möglich macht, der selbst in den Grundsätzen, die ihm heilig sind, niemals aufdringlich wird, so Joachim Fest. Der Konservative ist nicht reaktionär, er will nicht zurück. Vielmehr ist er ein Anknüpfer, der in unserer Geschichte die bewahrenswerten Errungenschaften pflegt. Während die sich fortschrittlich dünkenden in einer Filterblase der absoluten Gegenwart leben und denken, lebt der Konservative von der Kraft der Tradition. Diese Tradition wird aber nicht einfach nur weiter tradiert, sondern behutsam rationalisiert. So wird eine pragmatische Politik möglich, die von der Vermutung ausgeht, dass das Bestehende vernünftig ist. Im schärfsten Gegensatz zum heute dominierenden politischen Moralismus plädiert der Konservative für eine Politik der provisorischen Moral. Er stellt keine Sollensforderungen an die Realität, sondern weist die Beweislast bei den Veränderern. Insofern ist der Status quo ein starkes Argument des Konservativismus. Das stärkste Argument für den Konservativismus ist aber die Komplexität der modernen Welt. Unvorhersehbarkeit und Unsicherheit sind ihre wesentlichen Charakteristika. Die Corona-Pandemie und der Ukraine-Krieg haben uns das in dramatischer Weise vor Augen geführt. Fast alles, was geschieht, ist unvorhersehbar und geht auch anders. Wer dies einsieht, hat, was Philosophen Kontingenzbewusstsein nennen. Je größer aber die Komplexität der modernen Welt wird, desto nötiger werden die Restabilisierungen. Im Gegensatz zu den Reaktionären wollen die Konservativen nicht zurück, sondern sie interessieren sich für das, was Halt gibt. Man kann es auch so sagen, Konservativismus ist der Glaube an die Normalität. Gesunder Menschenverstand ist der Sinn für Normalität. Und deshalb stehen die Konservativen auf verlorenem Posten, sobald sie sich in die Öffentlichkeit der Medien und Tagungen begeben. Seit 50 Jahren straft uns ein zorniger Gott, indem er die Wünsche der 68er erfüllt. Mit dem berühmten Marsch durch die Institutionen begann damals eine Kulturrevolution, die sich im Lauf der Jahre nicht etwa abgeschwächt, sondern sogar dramatisch verschärft hat. Über N-Geschlechter und Transgender hätte Rudi Dutschke noch den Kopf geschüttelt. Heute sind sie regierungsoffizielle Grundbegriffe. Und seither hat es der gesunde Menschenverstand schwer. Ja, jetzt aber doch mal einen schnellen Schritt in das nächste Kapitel. Weiß. Der alte weiße Mann wird kritisiert, weil er weiß ist. Und weiß steht für Aufklärung, europäische Rationalität, moderne Technik, rationalen Kapitalismus und den Universalismus der Menschenrechte. Sehen wir näher hin. Weiß steht für die Dominanz des Westens, die sehr viel tiefer begründet ist als durch Kolonialismus und Imperialismus. In diesem Kapitel werden wir sehen, wie und warum die spezifisch abendländische Aufklärung als Entzauberung und Technisierung der Welt durch Wissenschaft bis zum heutigen Tag das Gesicht der Welt prägt, obwohl Europa politisch schon lange nicht mehr dominiert. Es ist unsere europäische Rationalität, die in der Technik steckt, die weltweit Verbreitung gefunden hat, die aber auch die meisten Rechtsformen und Institutionen prägt, die heute das gesellschaftliche Leben auf der Erde organisieren. Und auch zur Wirtschaftsform, die dem entspricht, nämlich zum rationalen Kapitalismus,
gibt es offenbar keine Alternative mehr. Hierher gehört die Figur des Unternehmers, der durch Mut und Neugier charakterisiert ist und dessen Innovationskraft Schumpeter als schöpferische Zerstörung bezeichnet hat. Für die Kritiker des Westens steht Weiß aber für Rassismus und Kolonialismus, für den Sklavenhandel und die Nazi-Gräuel. Weil sie für alles Böse in der Welt einen Sündenbock brauchen, stellen sie die westliche Welt völlig unhistorisch als Schuldzusammenhang dar. Wir werden aber sehen, dass diese Kritik nichts anderes als eine Perversion der Selbstkritik des Westens ist. Und diese Selbstkritik ist wiederum eine westliche Einzigartigkeit, ein Alleinstellungsmerkmal. Sie stellt sich der Paradoxie, dass die westliche Kultur zwar nur eine unter anderen ist, dass sie aber dennoch auf dem Universalismus ihrer Werte bestehen muss. Konkret wird das heute im Kampf für die Menschenrechte, die wohl das wichtigste Resultat einer Säkularisierung des Christentums sind. Daraus folgt dann zwingend, dass der Islam zwar die Religion eines großen und wachsenden Teils unserer Bevölkerung ist, aber kein Teil unserer kulturellen Identität sein kann. Also das im Grunde steckt in diesem Kapitel, ich will das trotzdem hier schon beenden und zum letzten übergehen, steckt in diesem Kapitel auch meine Hauptthese, nämlich, dass der ganze Schlamassel, in dem wir heute stecken, kulturell, diese Kulturrevolution, Wokeness, ganze Quark, dass das ein Resultat der Selbstkritik des Westens ist. Und dass die Selbstkritik des Westens praktisch eine perverse Wendung genommen hat zum Selbsthass. Ja? Selbstkritik des Westens war die unendliche Stärke. Das hat uns von allen anderen Kulturen unterschieden. Keine andere Kultur hat sich jemals selbst kritisiert. Das war, wenn Sie so wollen, der Innovationsmotor des Westens. Und die ist umgeschlagen, diese Selbstkritik, in Selbsthass und Selbstgeißelung, Selbstanklage und Bußrituale. Das ist der Kern dessen. Und ich versuche das eben an all diesen Beispielen, vor allem auch am Kolonialismus, über den ja ein irgendwie nicht böses Wort zu äußern, geradezu existenzgefährdend ist. Ich versuche es auch gerade am Kolonialismus deutlich zu machen. Und vor allen Dingen natürlich an der Universalität der westlichen Technik. Ja? Alle Technik auf der Welt ist westlich. Es ist ein Produkt europäischer Rationalität und alle unterliegen dieser Wirklichkeit. Ja, und es gibt sowohl technisch, wissenschaftlich als auch mittlerweile wirtschaftlich keine Alternative mehr zu diesen Produkten der europäischen Rationalität. Das ist eigentlich der Kern der gesamten Argumentation. Aber ich mache jetzt den Sprung zum skandalösesten Kapitel, aber ich werde nichts Schlimmes vortragen, nur etwas Bedrückendes. Das Schlimme können Sie sich aber denken, nämlich männlich. Der alte weiße Mann wird kritisiert, weil er männlich ist. Und männlich steht für Naturbeherrschung, Selbstbehauptung, Heldentum, Freiheitsdrang, Wettkampf, Stolz, Risikobereitschaft, Mut zur Selbstständigkeit, Individualität, Exzellenz. Sehen wir näher zu. Die Kapitel dieses Buches folgen seinem Titel nicht in letzter Konsequenz. Ich hatte es schon gesagt. Die Überschrift dieses Kapitels heißt nicht Mann, sondern männlich. Denn die Jagd auf den Sündenbock, alter weißer Mann, richtet sich weniger gegen Männer als gegen Männlichkeit. Deshalb können sich auch viele Männer an dieser Jagd beteiligen. Der Woken-Kulturrevolution liegt die Überzeugung zugrunde, dass der Mensch ein unbeschriebenes Blatt ist oder, wie man heute gerne sagt, alles ist soziale Konstruktion. Demnach gibt es keine Natur des Menschen, und die Biologie wird als Feindin der transhumanen Buntheit geächtet. Sex wird durch Gender verdrängt und es liegt ein gewaltiges Tabu über dem Geschlechtsunterschied. In den Erziehungs- und Bildungsanstalten von Kindertagesstätte bis Universität dominieren die femininen Werte, die die Menschen für die Gefahren toxischer Männlichkeit sensibilisieren sollen. Dem entspricht dann der neue Mann, den man früher, und zwar seit Rousseau, der das Wort erfunden hat, einfach effeminiert genannt hat. Wir zeigen in diesem Kapitel, warum die Kulturrevolution zum Scheitern verurteilt ist. Wieder Optimismus, Sie merken das. Denn die moderne Gesellschaft ist eine Welt des Risikos, die Mut und Exzellenz erfordert. Männliche Tugenden, die sich gerade auch im Mut zur Aufklärung und zum Selbstdenken zeigen.
Um ein Missverständnis hier auszuräumen, ich habe darüber ein ganzes, etwas längeres Kapitel, das ich aber nicht vorlesen will. Das hat einen entscheidenden Effekt, dass es um männlich geht und nicht um Mann. Nämlich, dass Sie eine Kreuztabellierung vornehmen können, Lieblingsspielzeug der Soziologen, nämlich zwischen Mann und Frau und männlich und weiblich. Und dann haben Sie vier Felder, die können Sie leicht ausfüllen, nämlich durch männliche Männer, weibliche Frauen, männliche Frauen und weibliche Männer. Ja? Und das ist eine sehr gute Beschreibung unseres Zustandes. Zwei dieser Felder werden positiv bewertet, kulturell, und zwei negativ. Ich glaube, Sie ahnen schon welche. Ich will aber, bevor ich zum Fazit komme, ein wirklich trauriges Kapitel auch noch anbringen. Die Überschrift des Abschnitts heißt die Erfindung der Gender-Identität. Zwei Wissenschaftler, deren Namen eigentlich nur noch Wissenschaftler kennen, haben das Verhältnis der Geschlechter revolutioniert. Der amerikanische Physiologe Gregory Goodwin Pincus und der an der Johns Hopkins Universität in Baltimore lehrende medizinische Psychologe John William Mooney. Schon gehört die Namen? Bisschen vielleicht, so einen von den zwei vielleicht, ja. Pincus erfand 1960 die Antibabypille. Mooney nahm 1967 eine spektakuläre Geschlechtsumwandlung an dem zweijährigen Bruce Reimer vor. Seit es die Pille gibt, ist Sex ohne Kinder zu zeugen selbstverständlich. Und umgekehrt konfrontiert uns die Gentechnik heute mit der Möglichkeit, Kinder ohne Sex zu haben. Die Pille erzeugt eine chemische Schwangerschaft. In der Geschichte der Liebe ist das das wichtigste Stück Antinatur. Wie das Ende des Lebens hat damit auch sein Anfang, seine Natürlichkeit verloren. Deshalb skandalisieren auch andere Techniken der Fortpflanzung kaum mehr. Leihmütter, künstliche Gebärmutter, Ektogenese sind hier die einschlägigen Stichworte. An die Pille und ihre Folgen haben wir uns gewöhnt. Heute geht es darum, mit Brenda Reimer und den Folgen fertig zu werden. John Mooney hatte ursprünglich ein rein psychiatrisches Interesse an Transsexuellen und Hermaphroditen und entwickelte in diesem Zusammenhang eine Theorie der psychosexuellen Neutralität und Gender-Identität. Zu Deutsch, das soziale Geschlecht, also Gender, wird dem Menschen zugewiesen und kann nicht aus dem biologischen Geschlecht, also Sex, abgeleitet werden. Wenn Gender aber zugewiesen wird, dann kann man das soziale Geschlecht eines Menschen auch neu zuweisen. Genau das wollte er durch eine Geschlechtsumwandlung an dem an den Genitalien verstümmelten Bruce Reimer beweisen. Diese Geschlechtsumwandlung wurde massenmedienwirksam als Triumph der Aufklärung verkauft und erwies sich im Nachhinein als unvorstellbares Debakel. Er erfuhr mit 15 Jahren, dass er als Junge geboren worden war, bestand ab diesem Zeitpunkt darauf, wieder als Junge zu leben und unterzog sich auch wieder einer konträren Behandlung. Mit 38 Jahren beging er Suizid. Doch die lebensgeschichtliche Katastrophe des Versuchskaninchens Bruce Brenda Reimer konnte dem Ruhm des John Mooney nichts anhaben. Denn er hat vielen ein Theorieangebot gemacht, das unwiderstehlich wirkte. Kultur ist wichtiger als Natur. Homosexuelle sind normal, Heterosexualität dagegen ist ein ideologisches Zwangssystem. Und wenn man einem Jungen sagt, dass er ein Mädchen sei und ihn entsprechend behandelt, wird er sich auch weiblich verhalten. Bruce Reimer hat das alles mit Blut, Schweiß und Tränen widerlegt, aber seine Leiden sind vergessen. Denn John Mooney hatte rechtzeitig eine Immunisierungsstrategie entwickelt, die dem Feminismus auch heute noch unschätzbare Dienste leistet. Wer behauptet, Männer seien männlich und Frauen seien weiblich, will die Frauen wieder in Bett und Küche oder wie man in Deutschland gerne sagt, zu Kindern, Küche und Kirche zurückzwingen. Im Bereich des Geschlechterverhältnisses trägt die politische Korrektheit den Namen Gender Mainstreaming. Das ist die regierungsoffizielle Politik der fortschrittlichen westlichen Länder, die das biologische Geschlecht von der sozialen Geschlechtsrolle abkoppeln möchte. Gender hat demnach nichts mit Sex zu tun
und kann im Grunde frei gewählt oder neu zugewiesen werden. Auf diese Idee ist erstmals eben jener Psychologe John Money gekommen. Und zwar bereits in den 70er Jahren. 1995 hat sie die Weltfrauenkonferenz in Peking dann zum Standard des politisch korrekten Umgangs mit Fragen des Geschlechterverhältnisses erhoben. Seither muss man denken oder zumindest sagen, dass die Gesellschaft das Geschlecht konstruiert. In den Universitäten wird diese politische Philosophie durch Gender Studies verbreitet. Ja, ich komme jetzt zum Fazit der ganzen Sache. Ein kultureller Bürgerkrieg spaltet unsere Gesellschaft. Nicht Argumente, sondern Hass und Wut bestimmen die Auseinandersetzung über die großen Themen unserer Zeit. Also Klimawandel, Massenmigration, Ukraine-Krieg und das Verhältnis der Geschlechter. Die politische Atmosphäre ist vergiftet vom Geist der Rache. Ein wesentlicher Grund für die Spaltung unserer Gesellschaft liegt darin, dass wir zu streiten verlernt haben. An die Stelle einer liberalen und demokratischen Kultur des Streits ist ein Sündenbockmechanismus getreten, der wie eh und je Einmütigkeit schafft, indem er den Abweichenden opfert. Heute gewinnt man diese Einmütigkeit im Hass auf den alten, weißen Mann. Um zu begreifen, was hier geschieht, bieten sich vor allem zwei Begriffe an, eben politische Korrektheit und Wokeness. Der politischen Korrektheit geht es nicht darum, eine abweichende Meinung als falsch zu erweisen, sondern diejenigen, die eine abweichende Meinung haben, als unmoralisch zu verurteilen. Man kritisiert Andersdenkende nicht mehr, man hasst sie. Wer widerspricht, wird nicht widerlegt, sondern zum Schweigen gebracht. Stichwort Cancel Culture. Wenn er prominent ist, stellt man ihn an den Medienpranger. Das habe ich in dem Buch auf den von Odo Marquardt eingeführten Begriff der Tribunalisierung gebracht. Und bei dieser Gerichtsverhandlung, bei diesem Tribunal, herrscht ein Absolutismus der Gegenwart. Alles, was der woken Kulturrevolution vorausging, gilt als rechtsextrem oder reaktionär. Also im Grunde jedes Buch, das vor 1970 geschrieben wurde, müsste man eigentlich verbrennen oder jedenfalls Trigger Warnings dran. Und das tut man ja auch tatsächlich. Unser zweiter Begriff, Wokeness, steht für eine Tyrannei der Minderheiten, die sich diskriminiert fühlen. Sie haben eine Kultur der Überempfindlichkeit und Wehleidigkeit entwickelt, in der es vor allem darum geht, einen prominenten Opferstatus zu erlangen. Das ist natürlich nicht argumentativ, sondern nur emotional möglich. Und so verdrängt heute ein Absolutismus des Gefühls die Rationalität der Aufklärung. Wo aber Gefühle statt Argumente die Debatte bestimmen, kommt es ganz unvermeidlich zur Verteufelung der Andersdenkenden. Wie konnte es dazu kommen? Diese Frage lässt sich nur beantworten, wenn man sich klar macht, dass politische Korrektheit und Wokeness eigentlich tümliche Spätformen der linken Ideologie sind. Seit es kein Proletariat mehr gibt, sind die Linken auf der Suche nach den Erniedrigten und Beleidigten und die woke Jugend hat sie nun gefunden, nämlich sich selbst. Dazu muss man eben lernen, ein Opfer zu sein. Man muss das Gekränktsein lieben. Der Opferstatus verleiht in unserer Gesellschaft einerseits die Vorteile einer positiven Diskriminierung. Man bekommt Aufmerksamkeit, wenn man seine Wunden vorzeigt. Andererseits dient er der Identitätsstiftung. Dazu passt dann auch die Identifikation mit den Verlierern in der ganzen Welt. Das ist ein Stück säkularisiertes Christentum. In der woken Jugendbewegung präsentiert sich diese Arroganz der Schwachheit aber als ein aggressiver, selbstgerechter Moralismus. Und dabei gilt Entrüstung als Echtheitsbeweis. Die Themen der Wokeness haben einen gemeinsamen Nenner. Man identifiziert sich mit den Verlierern der Geschichte und erklärt der Vergangenheit den Krieg. Das setzt eine konkrete Verkörperung des Bösen voraus, eben den alten weißen Mann. Und so zerfällt die Welt in privilegierte Weiße und ihre Opfer. Die Gewohnheiten und Traditionen der Minderheiten und Migranten werden geschützt. Das ist der Kern der Multikulti-Ideologie. Die Gewohnheiten und Traditionen der Mehrheit und des Westens dagegen werden bekämpft. Dem entspricht auf der Ebene der sittlichen Werte eine Normalisierung des Pathologischen und umgekehrt eine Pathologisierung des Normalen. Wir haben es hier mit einer Perversion der Aufklärung zu tun.
Eine europäische Stärke, Selbstkritik, ist in Selbsthass umgeschlagen. Als Weiser geboren zu sein, ist die Erbsünde, von der man sich nur durch Selbstgeißelung befreien kann. Dieser ethische Absolutismus der Selbstkritik steigert sich bis zum Bußmasochismus. Das ist der Effekt der letzten großen Erzählung, mit der die Linken die Öffentlichkeit faszinieren und das Bewusstsein der Bürger betäuben. Die Erzählung von der weisen Schuld. Ihre Erfindung unbewältigter Vergangenheiten erzeugt im Westen ein universales Schuldbewusstsein. Es gehört zur Dialektik der Aufklärung, dass die modische Rede von der Erbsünde des Weißseins den Eurozentrismus, den sie bekämpfen will, gerade vollendet. Denn all das Antiwestliche geht vom Westen aus. Mit anderen Worten, der Westen ist deshalb so hilflos gegenüber seiner Infragestellung von außen, weil er gleichzeitig von innen infrage gestellt wird. Die großen Schlagworte der Woken-Kulturrevolution lauten ja Rassismus, Kolonialismus und Sexismus. Doch was wird eigentlich bekämpft? Man kann diese Frage nur beantworten, wenn man sich klar macht, eben wofür der alte Mann, weiße Mann steht. Ich habe das ja gerade in den kurzen Zusammenfassungen versucht zu rekapitulieren. Indem sich die Moderne erfolgreich in einem radikalen Bruch mit der Tradition entwickelte, stiftete sie selbst die Tradition der Moderne. Die fantastischen Errungenschaften der Moderne, wissenschaftlicher Fortschritt, technische Weltbeherrschung, gesellschaftlicher Wohlstand, haben lange Zeit einen europäischen Fortschrittsoptimismus begründet. Und dieser Optimismus der Moderne hatte eben ein solides Fundament in den technischen Errungenschaften, der immer effizienteren Nutzung von Ressourcen, im Vertrauen in die eigene Kreativität und im siegreichen Umgang mit dem Unbekannten. Diese Zeit europäischer Triumphe liegt nun hinter uns. Doch auch nachdem die weißen Herren vertrieben wurden, herrscht ihre Sprache, nämlich die Technik. Zwar hat jede Kultur ihre Eigenart, aber die technische Rationalität lässt sich von ihrem Entstehungskontext ablösen und globalisieren. Deshalb gibt es heute eine Weltgesellschaft. Aber die Einheit der Welt ist eine rein technologische. Die abendländische Metaphysik beherrscht die ganze Welt als Technik. Und auch diejenigen, die sich nicht mit der europäischen Rationalität identifizieren können oder wollen, müssen ihr doch in Wissenschaft und Technik, in Wirtschaft und Konsum zustimmen. Es ist richtig, dass sich die Aufklärung von der Tradition emanzipierte. Aber sie hat eben selbst eine mächtige Tradition entwickelt, nämlich die Tradition der Freiheit. Es ist vor allem die Freiheit des Westens, der die Einzigkeit Europas durch technischen Fortschritt und wirtschaftliches Wachstum, durch freien Markt und Individualismus, durch Rechtsstaatlichkeit und Demokratie definiert. Nur im Abendland gibt es diesen radikalen Begriff persönlicher Autonomie, der das Leben für einen bewussten Europäer überhaupt erst lebenswert macht. Und Bürgerlichkeit ist die Lebensform der Freiheit in der modernen Welt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.